Noch heute gibt es im Justizpalast Überbleibsel aus der Zeit der Nürnberger Prozesse zu entdecken. Neben einer Gedenktafel für 180 verfolgte jüdische Mitarbeiter des Gerichts stehen auch noch alte Möbel im Gebäude. Beispielsweise hier bei mir im Büro dieser Schrank, wo man also das US-Emblem oben sieht und auch aus der Bezeichnung herauslesen kann. Das war damals ein Schrank, der wohl der Staatsanwaltschaft, möchte ich es einmal nennen, als Hilfsmittel gedient hat, um die Dinge aufzubewahren. Auf dem Weg zum Ort des Geschehens, dem Saal 600, fällt ein weiteres Detail ins Auge. 1986 hat man hier eine Erinnerungsmedaille angebracht. Die Punkte außen sollen die vier Siegermächte symbolisieren, in der Mitte die Stadt Nürnberg. Sehr schlicht gehalten das Ganze. Man muss aber wissen, dass in den Jahren zuvor man sich kaum mit den Nürnberger Prozessen auseinandergesetzt hat. Es war teilweise die Rede davon, dass diese in die Rumpelkammer der Geschichte gehören. Das hat sich dann geändert in den 90er Jahren mit dem Jugoslawien-Tribunal beispielsweise, aber auch mit einer Aufarbeitung der Geschichte durch die Stadt Nürnberg. Wir hatten dann unendliche Besucherströme. Die Justiz konnte das überhaupt nicht mehr bewältigen. Das Interesse war sehr, sehr groß. Und deswegen ist es sehr gut, dass es seit 2010 das Memorium Nürnberger Prozesse gibt, dass er jetzt seit März 2020 auch komplett den Saal zur Verfügung hat als Ort der Erinnerung. Und das ist eine sehr, sehr gute Geschichte, um diesen Prozess auch aufarbeiten zu können. Heute ein Museum ist der ehemalige Schwurgerichtssaal 600 wohl einer der bedeutendsten Orte deutscher Geschichte und hat sich seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stark verändert. Man hat den Saal wieder zurückgebaut in den Zustand, in dem ihn die Amerikaner mehr oder weniger 1945 im Sommer vorgefunden haben, als man sich dazu entschieden hat, den Prozess hier in diesem Raum stattfinden zu lassen. Die großen Unterschiede sind, dass heute wieder die Rückwand existiert, die herausgebrochen worden ist, um einen Balkon für die Zuschauer und eine Galerie für die Presse einzubauen, zusätzlich ungefähr 400 Plätze. Gleich geblieben ist die Position der Anklagebank hier zu meiner Rechten. Verändert war die Position des Gerichts. Die 8 Richter haben zu meiner Linken an den Fenstern Platz genommen, 4 Richter, 4 Ersatzleute und hinter mir befand sich an der Stirnseite eine Sektion für die Übersetzer, für die Dolmetscher, die das ganze Prozessgeschehen in die 4 Prozesssprachen simultan übersetzt haben. Ein großer Prozess, das war allen Alliierten wichtig. Sie wollten die Welt am Geschehen teilhaben lassen. Auf der Anklagebank im Hauptkriegsverbrecherprozess, Militärmitglieder, Vertraute der Regierung, Verwaltungsbeamte und Funktionäre aus der Partei. Rudolf Hess, der ein sehr hohes Parteiamt bekleidet hat, Göring, ein Politiker, Joachim Ribbentrop, der Außenminister, Fritz Sauckel, jemand, der für den Arbeitseinsatz verantwortlich war. Das ist ein Querschnitt dieser Angeklagten durch die Führungsriege des nationalsozialistischen Staates. Und das spiegelt eigentlich ganz gut auch wieder, was die eigentliche Absicht dieses Prozesses gewesen ist. Nämlich nicht einzelne Handlungen im Krieg aufzugreifen und deren verbrecherischen Charakter herauszuarbeiten, sondern was man wollte, war erstmal den gesamten verbrecherischen Charakter des nationalsozialistischen Staates herauszuarbeiten, also aufzuzeigen, wie ein Staat sozusagen gekapert wird von einer Clique und dann systematisch umgebaut wird, um die verbrecherischen Ziele, die man erreichen wollte, dann umzusetzen. Die Nürnberger Prozesse markierten einen Meilenstein in der Entwicklung des modernen Völkerstrafrechts. Neue Verbrechen wie das Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden zum ersten Mal zur Anklage gebracht. Außerdem arbeiteten alle Alliierten zusammen. Diese Internationalität dieses Ortes ist auch, glaube ich, das entscheidende Stichwort, wenn man nach der Wichtigkeit dieses Ortes fragt. Nämlich genau diese Internationalität, die damals bei diesem Prozess gelebt worden ist, dieser Multilateralismus, die Fähigkeit mehrerer Nationen, ihre jeweiligen, sagen wir mal, Ressentiments hinten anzustellen und sich auf ein gemeinsames Rechtsgefüge und in einem gemeinsamen diplomatischen Akt dazu durchzuringen, das gemeinsam durchzuziehen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Erbe, was sich aus Nürnberg ergibt. 75 Jahre sind vergangen und im Justizpalast wird klar, die Geschichte soll nicht vergessen werden. Am heutigen Jahrestag kann Corona-bedingt zwar kein großer Festakt stattfinden, trotzdem wird es eine kleine Gedenkfeier mit Podiumsdiskussion geben. Interessierte können die Veranstaltung am Sonntag, den 22. November um 13 Uhr bei Phoenix verfolgen.